So, und zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Wo waren wir? Genau. Wir haben die Erde rausgenommen, um was zu machen? Sollte ich nochmal machen. Stimmt, ich wollte hier draußen wie heißt es genau, ein Feld anbauen. Erstmal ein Feld bauen und es dann bebauen. Ja, passt schon. Wenn ich gerade mal zwischendurch ein bisschen komisch spreche oder schlucke oder sowas, das liegt daran, dass ich eben was getrunken habe, was mir ein bisschen den Mund ausgetrocknet hat. Sag ich jetzt mal. Ich weiß, trinken und Mund trocknen, das kann ich zusammenfassen, aber das ist so ein ganz süßes Zeug, das verklebt den Mund. Ja, verklebt trifft es eher. Und darum höre ich mich jetzt gleich auch ein bisschen komisch an und schlucke dauernd. Aber das musste eigentlich gleich wieder aufhören. So, aber ich glaube, das war eine ziemlich große Form dann. Genau, ich muss ja dann auch noch Bambus suchen. Bambus brauchen wir dann auch noch. So, ein bisschen noch. Ach, bevor ich es vergesse. Wir machen Upsala. Wir machen hier mal ein paar Fackeln dran. Also ganz unsymmetrisch. Aber das stört ja keinen. Ich glaube, ich da noch eine dran. Ich glaube, die passen eher. Hier, ja, kann hinkommen. Hier noch zwei, hier zwei. Ich darf mal vermuten, die Mitte ist ungefähr hier. Wo ist die Sonne eigentlich? Warte mal, wo ist die? Das ist doch die Sonne, oder? Ja. Schaffies. Um die kümmere ich mich später. Lass mal die Baumkrone hier zerstückeln. Hier noch zwei Fackeln dran kommen und hier wieder so, hier noch zweier, hier wieder zwei, damit es mit der Tür auch immer stimmt. Bauen wir die Fackel mal da dran und zu guter Letzt noch hier. So, zur Sicherheit vor Creepern und all so ein Dreck platziere ich hier nochmal Fackeln. Die mache ich dann irgendwann weg, weil ich das hier höchstwahrscheinlich irgendwann in Glas einhülle oder weil ich das hier bald alles einglase. Und mir sind die Fackeln ausgegangen. Ach ja, und ich habe vorhin einen neuen Skin reingehauen. Er sieht eben so hier aus. Ich überlege aber noch, ob ich den drin lasse oder ob ich meinen anderen nehme. Ja, egal, ich mache erstmal schnell neue Fackeln. Ne, Kohle habe ich gerade nicht dabei. So, machen wir mal 40 Fackeln. Obwohl, dann stimmt das da auch wieder. Und wir haben dann 44 Fackeln. Man kann hier drin, ganz wichtig, muss dann auch noch die Fackeln hin. Wenn nicht, dass hier draußen dann keine Monster kommen, aber überall anders. Beim ganzen Haus sind dann welche drinnen. Das wäre nicht so schön. Und es wird schon dunkel. Na prima. Fackeln mache ich alle auf die Höhe. Das ist auch mal was Neues. Hier noch zwei. Gut, vielleicht das ist halt noch mal hier in der Mitte. Und es regnet. Das wäre gute Voraussetzungen.
jetzt schon hell ist, können wir ja rausarbeiten eigentlich. Gibt's keine mehr Nacht und keinen Tag mehr. Aber irgendwann werde ich mein Haus natürlich auch in verschiedene Räume teilen, nicht nur in einen so großen. In einen so großen hier. Ich glaube, ich werde dann so ein kleines Schlafzimmer machen, dann noch so ein Werkraum, sag ich jetzt mal, wo dann die ganzen Öfen sind und so. Und die ganzen Werkbänke. Also die Werkbänke werde ich, glaube ich, in jedem Raum mindestens eine haben. Und man weiß ja nie, wann man irgendwas bauen muss. Aber ich glaube, den Sand nehme ich dann auch gleich mit raus, damit ich mir gleich mal Glas machen kann. Und auf Kohle suchen, das ist schon sehr. So viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, die ganze Holzkohle habe ich ja schon für Fackeln rausgehauen. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, das wäre dann erstmal die ganze Erde. Ich hole jetzt mal schnell meine Kiste. Ach ja, wenn es ins Haus reinregnet, das ist doch wunderbar. So, die ganze Erde packe ich jetzt mal hier rein. Na komm. Und zack. So. Nee, so. Und dann passt das auch wieder. Ja. So. Jetzt machen wir den Sand auch noch weg. So, ich komme zum Schluss. Ach genau. Ich mache erstmal auf normal. Ich hoffe nur, dass jetzt keine Monster reinkommen. Das wäre ziemlich blöde. Das macht sich nämlich nicht so gut, wenn Monster ins Haus reinkommt. Alles Sandstone hier. Das gibt's doch gar nicht. Doch, da reinkommt. Kann man nichts machen. Muss man mitleben. So, meine Schaufel ist auch gleich wieder futsch. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wild. Ach nee. Auch lass es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da sind sie. Oh mein Gott, ich hab die falsch gesetzt. Ich hab so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ah! Das war jetzt uncool. Schnell wieder zu. So, jetzt kann ich in Ruhe weiterbauen. Also ich glaube, ich werde das wahrscheinlich alles in Glas einfüllen, damit ich vor diesen Scheißviechern sicher bin. Ne, da hinten ist auch noch sonst so ein Mist. Ich sehe schon, die kommen hier irgendwann von unten hochgesprungen und dann bin ich am Arsch. Aber das wird nicht zu früh sein. Ich glaube, ich brauche dann mal doch wieder Holz. Mein Gott, so viel Holz habe ich wirklich noch nie gebraucht. Und weil es nicht so viel auf einmal und so früh am Anfang des Spiels. Das ist wirklich schlimm. So, Bildstein denn noch. Jetzt muss das Holz auch drin bleiben.
überlegen, ob ich... Nee, das lasse ich wieder mal. Das lasse ich. So, Sandstone. Und da rein. Sand. Hier wünsche ich mir erstmal Glas. Ich glaube, ich mache mir gleich mal einen zweiten Ofen. Und den dritten. Dann kann ich nämlich auch schneller brennen. Genau, das ist jetzt so. Jetzt ist es wieder gut. So, jetzt brauche ich Kohle. Kohle. Hier kommt jetzt auch noch rein. Und hier noch mal. Damit es überbleibt. Ja, und dann da. So. Ja, genau. Ich habe noch einen Ofen. Und so, jetzt kann ich eigentlich erstmal warten. Pfeile verstaue ich mal so lange. In der Zeit mache ich mir am besten mal ein Schwert. Ich glaube, das werde ich gebrauchen. Ich mache mein Schwert nochmal. Ach ja. Zwei Steine. Ja, das schaut sich doch mal gar nicht so schlecht aus mit dem Texturenfeld hier. Na gut, außer da unten vielleicht. Sieht so aus, als ob das Schwert Haare kriegt. Müsste sich mal rasieren. Ich lege mich jetzt erstmal aufs Ohr. Auch gut, will ich mal springen, um in mein Bett reinzukommen.